Sicher, es mag Experten geben, die allein aus den Schuhen schon persönliche Daten ablesen können. Aber darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr sind es die vielen kleinen Einzelheiten, die aus Schuhen, Füßen und Stuhlbeinen ein Gesamtbild erstehen lassen. Ein Gesamtbild von einer realen Person. Sogenannte Profile mit Vorlieben, Vermögen, Familienstand und vielen, vielen anderen Angaben. Was sind die Grenzen für Profilbildungen? Ja, Profilbildungen als solche sollten eigentlich eine absolute Ausnahme sein. Ja, da muss es eine ganz genaue rechtliche Grundlage dafür geben, und sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, aber ganz besonders im öffentlichen Bereich. Ja, hier sind ja, das ist ja ein ganz besonders grundrechtssensibler Bereich. Dabei ist Vater Staat einer der größten Datensammler zu den unterschiedlichsten Zwecken. Terrorismusgefahr lautet eine der Begründungen dafür. Allerdings, die Vorratsdatenspeicherung ist zunächst gekippt, Fortsetzung offen. Ich muss nicht in Erinnerung rufen, dass es einen ersten Anlauf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in der letzten Legislaturperiode gegeben hat. Verabschiedung eines Gesetzes, das dann am 10. März letzten Jahres nach Klagen von über 33.000 Bürgerinnen und Bürgern, nur dank des Internets ist das natürlich möglich gewesen, dann für verfassungswidrig erklärt wurde. Und was das bedeutet, ich komme gleich zu den politischen und inhaltlichen Themen, was das aber bedeutet, gerade auch für diejenigen, die davon betroffen sind, muss man, glaube ich, in dem Zusammenhang auch immer mal nennen. Das heißt in der Praxis, erst die Infrastruktur schaffen, damit alle Verbindungsdaten für 60 Tage gespeichert werden können. Neben Technik auch Personal. Zunächst ist bei diesem Thema kein neuer Anlauf an der Koalitionsfront zu sehen. Einig dagegen sind sich die Koalitionäre von Union und Liberalen. Eine Stiftung Datenschutz soll noch in dieser Legislaturperiode kommen. Eine Einrichtung, die sich in privater Trägerschaft an das Modell der Stiftung Warentest anlehnt. Wir sagen uns, es gibt Herausforderungen an den Datenschutz, die nicht durch ein Gesetz verordnet werden können. Oder sollen wir ins Gesetz schreiben, jeder Bürger muss medienkompetent sein, jeder Bürger muss mehr Datenschutzbewusstsein entwickeln. Das sind Ziele, die wir in der Politik verfolgen, angesichts vielfältiger Herausforderungen. Auch Ziele, die eben immer auch in ihren Erreichbarkeiten, in den Wegen dorthin, vielfältiger werden und deshalb ist ein wichtiges Ziel dieser Stiftung Datenschutz gerade auch Umgang mit den neuen Medien, Bewusstsein für den Umgang mit der digitalen Kommunikation viel stärker zu wecken bei Jüngeren, die sehr affin sind, natürlich für den Umgang mit dieser Kommunikationstechnik, aber natürlich auch bei älteren Menschen, die vielleicht mühsam sich Handfertigkeiten aneignen, aber natürlich genauso auch über Chancen und Risiken aufgeklärt werden sollen und stärker aufgeklärt werden sollten. Das ist die eine Seite der Medaille, aber was bedeutet das in der Praxis für Unternehmer? Jeder, der eine Firma führt, möchte natürlich eine Lösung haben. Was muss ich machen, damit ich nicht gegen Gesetze verstoße? Welche Ideen muss ich umsetzen, damit mir ein Bußgeld erspart bleibt? Beispiel Cloud Computing. Rechenleistungen werden ausgelagert, damit verlassen auch Wissen und Know-how physisch das eigene Unternehmen. Das ist natürlich jetzt schwierig, wie man so etwas bei der Cloud macht. Normalerweise würde der Datenschutzbeauftragte des Auftraggebers zum Auftragnehmer gehen und würde sich das angucken, ob da auch die richtigen Schlösser eingebaut sind und das eine oder andere mehr. Aber wie mache ich das beim Cloud Computing? Das ist sehr schwierig. Ich kann mir Wege vorstellen. Da gibt es technische Wege, da gibt es organisatorische Aspekte, die dabei eine Rolle spielen und auch rechtliche. Der rechtliche Aspekt sollte beispielsweise bestimmte Anforderungen enthalten, die wie ein Katalog zertifiziert werden. Nach Schars Vorstellung kommt damit ein dritter Partner ins Spiel, der mit seinem Namen und möglicherweise auch mit seinem Vermögen dafür haftet, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen peinlich genau eingehalten werden. Man will Unternehmen auch zur Seite stehen. Gerade weil es darauf ankommt, dieses Recht zu schützen, muss man die Technik selbst auch mitgestalten. Das ist ein Anspruch, den wir als Datenschützer haben. Es geht nicht darum, nur mit Verbot und Erlaubnis zu arbeiten und sich dann im Übrigen auf die Kontrollaufgabe zu beschränken, nach dem Motto, dann wird ein Bußgeld verhängt oder da wird irgendwas beanstandet, sondern es geht darum, genau für solche Herausforderungen, wie sie in diesen Smart Grids
zum Ausdruck kommen, auch datenschutzfreundliche Lösungen, Datenschutz in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu berücksichtigen. Das Thema bleibt in der Diskussion. Umfangreiche Informationen dazu gibt es natürlich auch unter mittelstandswiki.de.